Hi, ich habe heute die große Freude, mit dem Andreas Wüthrich ein Interview zu machen. Er wohnt hier in der Nähe vom Genfersee. Wir haben den Blick auf den Genfersee von hier aus. Und er ist Demeter- und biodynamischer Bauer. Und ich glaube, viele Menschen wissen nicht, was Biodynamie ist. Ich wusste es vor einem Jahr auch noch nicht. Und ich kann noch sehr viel lernen. Und es wäre fantastisch, würdest du uns von deinem Leben ein bisschen erzählen und was es wirklich heißt, biodynamischer Bauer zu sein und Humus aufzubauen zur gleichen Zeit. Ich habe schon als jung ein Bedürfnis gehabt, etwas Nützliches für die Menschheit und für die Erde zu tun. Und als ich bei einem konventionellen Bauen arbeitete, hat mich gestört, dass man so viele agrochemische Produkte benutzt und dann eine gewisse Abhängigkeit hat von diesen Produkten, die eigentlich... Ja, und von den Großfirmen, die das produzieren. Ja. Und das wollte ich nicht. Und so bin ich eigentlich zuerst auf biologischen Landbau aufmerksam geworden und dann gleich auf biologisch-dynamischen. Und ich hatte schon so etwas ein bisschen gehört von Anthroposophie, und das ist ja die Grundlage für den biologisch-dynamischen Landbau. Also Rudolf Steiner, der hat über verschiedene Themen Vortragsreihen gehalten als Lehrer ihn darum baten, ihnen die aus seiner Sicht die Pädagogik darzustellen, hatte den Pädagogen diese eigentlich die Waldorf- oder Steiner-Pädagogik nahegebracht, dass heute die Steiner-Schulen sind. Und dasselbe ist passiert mit Landwirten. Ein Großgrundbesitzer in Norddeutschland oder heute Polen hat ihn kommen lassen und er hat eine Vortragsreihe gehalten, wie nach seiner Sicht die Landwirtschaft aussehen sollte. Und da bin ich darauf aufmerksam geworden und habe dann einen Lehrgang gemacht, der eigentlich 4 Jahre dauerte. Und aber ohne ein staatliches Zeugnis am Ende. Und das wollte ich dann haben und darum habe ich dann meine Orientierung geändert und habe noch in diesen 4 Jahren einen Landwirtschaftsschulabschluss gemacht. Und so konnte ich dann diesen Hof hier übernehmen mit einem Fähigkeitsausweis, was eigentlich was es nötig Voraussetzung war. Ist, ja. 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 Und ja. Und du hast Kühe, wie viele? Wir haben jetzt 16 Kühe. Mhm. Das war am Anfang noch nicht so, weil der Hof viel kleiner war. Aber in 32 Jahren, wo wir hier sind, konnten wir mehr als verdoppeln die Fläche. Und viel größer muss es nicht mehr werden. Wie viele Hektar habt ihr jetzt ungefähr? Wir haben ungefähr 25 Hektar. Alles zusammen, ja. Und das muss nicht zum Großgrund. Wir müssen nicht zum Großgrund bauen werden. Wir haben genug zu tun mit dem. Aber, also kümmerst du dich hauptsächlich jetzt um die Kühe oder habt ihr auch Getreide und Gemüse angebaut? Getreide ja, Kartoffeln, aber nicht Gemüse. Das ist zu uns zu viel, weil wir mit der... Oh. Ich schaffe nicht. Weißt du schon? Nachher. Also Getreide habt ihr angebaut, aber kein Gemüse? Gemüse, dazu reicht uns die Zeit einfach nicht. Und wir sind auch nicht in der geeignetsten Lage, um Gemüse anzubauen. Wir sind hier auf 800 Meter Meereshöhe. Und
für Kartoffeln ist das gut, aber nicht sonst für Gemüse. Und wir machen Milchproduktion mit den Kühen und Milchverarbeitung auch auf dem Hof zu Käse. Und das ist sehr arbeitsaufwendig schon. Und da wird ja oft einem eben, also man checkt es ja manchmal nicht mit den Kühen. Jetzt gibt es ja diese ganze vegane Bewegung und so weiter. Und die hätten ja am liebsten gar keine Kühe mehr. Ich habe einfach das Gefühl, Kühe braucht es auch für den Humusaufbau, für alles und fürs Lebewesen an sich. Kannst du da ein paar Worte zu den Kühen sagen? Sind die wichtig, oder? Und die haben alle Hörner, das ist auch ganz wichtig, dass man ihnen die Hörner lässt. Also die biologisch-dynamische Landwirtschaft ist eine Methode, die eigentlich selbst versorgend ist. Also das ist das, was ich ja wollte. Ich wollte eine komplette Unabhängigkeit haben von anderen Firmen und so. Für die Landwirtschaft, nicht im Sozialen, aber für die Landwirtschaft. Und die biologisch-dynamische Landwirtschaft arbeitet mit Präparaten, die man selber herstellen kann. Meistens Tierorgane und hauptsächlich von Kühen Teile und dann gefüllt mit Pflanzen oder auch Kuhhörner gefüllt mit Kuhfladen, Kuhmist. Oder Kuhhörner gefüllt mit feinst zerriebenem Quarzkristall, also Hornkiesel nennt man das, und das andere ist Hornmist. Das heißt, wir brauchen Kühe, wir brauchen die Kühe, damit wir diese Organe bekommen. Und wir brauchen auch die Kühe mit Hörnern, damit wir die Hörner haben, um die nachher zu füllen. Aber das heißt nicht, dass wir die Kühe nur haben zum Schlachten, um ihre Teile zu nehmen, sondern das ist ja normal, dass immer wieder neue, also die Reproduktion ist ja überall da in der Natur, und darum werden auch Tiere geschlachtet, die uns dann wertvolle Nahrung bieten auch. Und eben diese Organe, die wir brauchen für die Präparate. Und was sind das für Präparate? Das ist ja eben, das sind diese biodynamischen Präparate, die man eingräbt über den Winter, und dann nachher hast du dann kannst du das in ein bisschen Wasser geben, und das gibt es so wie Homöopathie, dass du dann über die Felder sprayst, oder? Es gibt mindestens 8 verschiedene Präparate. 2 davon sind diese Hornkiesel und Hornmist. Das sind Spritzpräparate, die werden zubereitet. Das eine, der Hornmist, wird der Kuhfladen in Hörner gefüllt und dann über den Winter vergraben. Von Ende September bis Ostern ungefähr. Und damit es die ganzen winterlichen Eigenschaften, Kräfte eigentlich aufnimmt. Das Horn ist so ein Aufnahme, hat diese Aufnahmefähigkeit und konzentriert das auf diesen Mist. Und dazu muss ich noch sagen, der Mist von der Kuh, vom Rind, ist der, vom biologisch-dynamischen her gesehen, der wertvollste Tierdünger. Also Tier. Dünger einfach für, genau, ja, also für den Humusaufbau. Ja, und da, aber das ging jetzt zu weit, das genau zu erklären, die Eigenschaften des Rindes, der Kuh, das sind eigentlich die nicht sichtbaren Eigenschaften, besonderen Eigenschaften, die eben die Kuh hat. Man kann nur sagen, die Kuh, jedes Tier, jedes Naturwesen, auch bei den Pflanzen, hat eine Spezialität, etwas Besonderes. Und bei der Kuh ist das die Verdauung. Das ist ja eine Kuh ohne ihre 4 Mägen, ohne den Pansen, das wäre nur noch ein mageres Gestell. Da ist kein Bauch mehr da, nichts mehr. Die Kuh ist
das Verdauungstier. Und darum ist auch grob gesagt, deshalb ist auch ihr Mist etwas speziell Besonderes. Wertvoll, genau. Ja. Und mit diesem Mist, wenn du den eingräbst diesen Winter, also schon beim Eingraben passt ihr ein bisschen auf die kosmischen Zyklen, oder? Ja. Wann zum Beispiel grabt ihr das ein und wann grabt ihr es wieder aus und warum ist das so? Also beim Eingraben, da schaut man, das ist die andere Spezifität der Biodynamie, dass man auch die kosmischen Konstellationen beachtet, vor allem der Mond, wo er sich befindet. Und dann gibt es auch den aufsteigenden und den absteigenden Mond. Und wenn der Mond absteigend ist, dann ziehen die Kräfte in die Erde rein. Und so ist es auch gut, wenn man die Hörner zu der Zeit vergräbt. Okay. Das Ausgraben ist eigentlich weniger wichtig, aber da schaut man, dass der Mist in den Hörner eine gute Struktur bekommen hat und nicht verfault ist. Weil diesen Mist nimmt man dann. Es ist ja ganz wenig Mist, kann man sich ja vorstellen, ja, in einem Horn, oder? Das sind 100, 200 Gramm Mist pro Horn. Und davon braucht es 3-4 Hörner für eine Hektar. Okay. Den Inhalt von 3-4 Hörnern. Und das tut man in erwärmtes Regenwasser, also nicht Quellwasser, Regenwasser, das möglichst neutral ist vom Gehalt her. Und auf 37 Grad erhitzt. Mhm. Und dann rührt man diesen Mist aus den Hörnern eine Stunde lang, macht einen Wirbel in eine Richtung, sehr kräftig, und dann dreht man gerade auf die Gegenseite. Man sagt, also wir brauchen etwa 20 Liter pro Hektar, okay, ungefähr. Ja. Und das jeder heißt, Hektar wird separat behandelt oder können manchmal mehrere? Wir machen einfach so 25 Hektare gerade. Nein, wir können nicht alles aufs Mal, weil das braucht. Wir haben nicht den Behälter dafür. Ja, ja. Es gibt Leute, die rühren das mit einer Maschine. Ja. Ich halte daran fest, das von Hand zu machen, ja, weil ich glaube, dass der Mensch selber da auch viel reingibt. Bei der Maschine ist immer die Frage, was bewirkt die Elektrizität zum Beispiel des Antriebs, des Motors und so weiter. Also zum Beispiel alle modernen technischen Hilfsmittel hält man ein bisschen fern. Das Handy wird auf Mode Avion, wie sagt man? Flugzeugmodus. Flugzeugmodus geschaltet oder so wenigstens. Ja. Oder ferngehalten, weil das doch einen Einfluss haben kann auf diese, da ist man eben auf dieser Mischung quasi in den unsichtbaren Bereichen und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das ist so wie eine magische Formel ein bisschen. Ja. Okay, und dann? Und dieser Mist, der gibt eben während dieser Stunde, gibt er eine Information an das Wasser ab. Also es ist eigentlich eine Multiplikation von einer Information, die man während dem Vergraben in diesen Mist hineingebracht hat. Das heißt, dass man nachher spritzt man dieses Wasser in großen Tropfen, verteilt man das aufs Land und dann gibt das dem Boden die Information, du musst dich jetzt beleben und eine schöne Struktur bekommen. Und, kann man sagen, das ist wie kodiertes Wasser? Ja. Ja. Also es ist eben wie Homöopathie eigentlich. Ja. Es ist Wasser, aber es ist Homöopathie für die Erde. Ja. Aha. Es kommt eine Information daher. Genau, nicht? Genau. Und dann baust du den Humus quasi wieder auf, oder? Du machst wieder fruchtbaren Boden draus. Also das regt das Bodenleben an, aber auch sonst einfach
Das ist wie ein Haus, kann man sich vorstellen, das plötzlich gut riecht, schön aufgeräumt ist und so. Und alle Leute haben Lust, dahin zu kommen. Ja, es ist ein gutes Bild. Ja. Und dann gibt es ganz viele Regenwürmer. Ja. Und viel Leben halt, viele Mikroorganismen. Nicht nur Regenwürmer. Viele Lebewesen sehen wir gar nicht. Das ist unglaublich, was nur in einem Fingerhut voll Erde lebt und ja, vorhanden ist. Das ist unglaublich. Und wie alles zusammenarbeitet, ja, oder? Wie in unserem Körper ja auch, so arbeitet ja auch alles zusammen. Das ist ja auch unglaublich, wie die Nichtbiobauern eigentlich mit Giften gegen das Leben kommen können und trotzdem leben denn ihre Böden noch. Ja. Aber nicht mehr so fest, habe ich gehört. Ja. Ich habe gehört, wenn man so ein großer Unterschied. Wenn man so mit einem Aufnahmegerät rüberfährt, ein sehr sensibles, dann auf so einem quasi toten Acker, dann fährst du drüber und hin und wieder machst du so Niu-Niu. Dann wird Niu-Niu. Und wenn du auf einen Boden gehst wie deiner, dann macht die. Ja, das habe ich auch schon so was gehört. Genau. Das sollte eigentlich klar werden, mit logisch dem sein, ja, fast, genau, dass das so ist. Genau. Aber ich staune immer wieder, dass trotzdem bei den konventionellen Bauen noch so viel wächst. Ja. Aber trotzdem. Aber es gibt ja schon eine Warnung, dass es ja nicht in der Zeit, dass es irgendwie limitiert ist. Also man kann nicht endlos einfach zerstören, oder? Irgendwann geht es dann nicht mehr weiter. Jetzt sagt der Boden auch Stopp, aber im Moment ist er noch gut mit uns. Wir haben diesen Hof schon biologisch dynamisch bewirtschaftet, übernommen. Aber wir haben das zusätzliche Land 2003 in der Nachbargemeinde übernommen, konventionell bewirtschaftet. Und ich meine, wenn ich jetzt vergleiche, dass es wahrscheinlich 25 Jahre ungefähr braucht, bis man wieder richtigen, schönen Boden, Fruchtbarkeit kann herstellen. Bis man die Harmonie wieder kriegt im Boden. Okay, also bald mal. Wir sind immer näher dran. 2003 sind 18 Jahre. Ja, aber da bin ich dann nicht mehr. Dann übernimmt dein Sohn. Bis dahin hat dann mein Sohn übernommen. Da habe ich zwei Fragen zu deinem Sohn, weil erstens möchte ich wissen von dir, du bist ja auch auf dem Laufenden, dass man die ebenso Höfe in Stiftungen eingeben kann. Ja. Oder? Dass quasi dass es garantiert ist, dass es weiterhin biodynamisch bewirtschaftet wird. Ja, da hat der Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft der Schweiz, die haben so eine Stiftung aufgebaut, damit solche Höfe von Leuten, die keinen Nachfolger haben, genau, dass sie weiter existieren von dieser können. Stiftung werden die übernommen und dann super an weiter junge weitergegeben. Biodynamischer Bauern wieder. Ja, super. Und wäre das auch was für dich, oder? Also jetzt bei uns ist die Nachfolge, genau, dann brauchst du es nicht unbedingt. Da, momentan jedenfalls. Ja. Ich weiß ja nicht, was in ein paar Jahren ist, aber sieht so aus. Und ein Sohn oder zwei Sohn machen beide mit? Einer. Einer. Ja. Mhm. Aber die zwei anderen Söhne, der eine ist Käser und der andere Müller. Und der andere? Müller. Okay. Also sie sind nahe dabei. Okay. Ja. Macht er deinen Käse? Nein, der macht nicht unseren Käse, aber das kann noch kommen. Okay, gut. Der muss jetzt dort, wo er ist, weg, nächstes Jahr, und baut sich. Ich kenne jetzt den Müller-Beruf gar nicht mehr. Was ist das für ein Beruf? Müller? Ja. Mehlmahlen. Ah, Mehlmahlen, oh Gott. Echt? Getreidemahlen, ja. Super. Ja. Mhm. Ah, ja, aber das er passt. Arbeitet in einem Familienbetrieb, in einer Mühle, und hat keine Lust, sich selbstständig zu machen. Ich hätte es mir gewünscht, aber ich bin schon so zufrieden. Und dein Sohn, also der jetzt den Hof übernehmen wird, der ist, so wie du das machst, wird er das weiterhin so machen oder hat er ganz andere Vorstellungen von dem Hof? Er hat viele ähnliche Vorstellungen, habe ich den Eindruck. Und
Er hat auch Vorstellungen, es anders zu machen, mhm, bei gewissen Sachen. Mhm. Aber ich denke, er ist sehr interessiert an den Milchkühen, er ist aber auch sehr interessiert an Ackerkulturen. Und so im Großen und Ganzen wird er wahrscheinlich etwas so weitermachen. Super. Ja, das ist toll. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage, was biologisch, weil im Moment kriegt man ja auch immer mehr Feedback, dass die biologische Nahrung, was man ja meistens kauft, weil man das Gefühl hat, dann hilft man dem Boden, eigentlich gar nicht so toll ist. Also die Demeter-Nahrung ist wirklich ein großer Schritt drüber. Kannst du vielleicht da noch was drüber sagen? Oder was ist der große Unterschied zwischen eben Demeter halt, das hat mit diesen kosmischen Zyklen zu tun, mit den Organen, den Hörnern der Kühe und dem Dünger, das heißt, der Boden wird wieder aufgebaut. Was ist beim Biologischen anders? Ja, also bei der Nahrung möchte ich mich vielleicht nicht zu fest äußern, mhm, weil ich da zu wenig genau, das ist ja dann nicht deine Hauptdomäne. Fundierte, bestätigte wissenschaftliche Kenntnisse habe. Genau. Es gibt Methoden, bildschaffende Methoden, um zum Beispiel Milch, so Flüssigkeiten, Säfte von Gemüsen oder so, die Dynamik diese Nahrungsmittel sichtbar zu machen mit Kristallisationsmethode und so. Aber das ist... das wird zum Teil gemacht, aber das zu interpretieren ist noch sehr schwierig. Es gibt wirklich jede Substanz gibt ein anderes Bild und daraus zu lesen, was das bedeutet. Es gibt Spezialisten, aber das ist noch nicht genügend bestätigt eigentlich oder Aber so im Großen und Ganzen, was ist der große Unterschied zwischen Bio und Demeter? Ja, im Bio, ich finde, die Distanz zwischen konventionell und Bio ist kleiner als zwischen Bio und Demeter, als biodynamisch. Mhm. Okay. Weil im Bio bleibt das Denken, man geht die Probleme gleich an wie im Konventionellen. Also ein Schädling muss vernichtet werden oder so. Man sucht auch Wege, das anders zu machen. Die Natur zu fördern mit Biodiversität und so. Das geht immer mehr in die Richtung des Biodynamischen. Aber vom Anfang her ist einfach das Biodynamische hat einen Hintergrund. Einen allumfassenden, habe ich das Gefühl, so einen holistischen, oder? Und eben sehr viel mit dem Unsichtbaren auch. Ja. Elementarwesen, oder? Mit den Elementarwesen kann man sagen, ja. Mhm. Mit den Kosmos. Göttlichen Kräften kann man auch sagen? So Christus-Energie oder so? Ja, da möchte ich mich auch nicht zu weit auf die Äste rauslassen. Einfach mit Geistigen vielleicht lieber so, mhm, als göttlich. Mhm. Mit geistigen, mhm, Kräften hin. Ich bin eigentlich auch überzeugt, dass hinter allem, hinter jedem Wesen, auch hinter einem Stein sogar, etwas hinter... Ein Wesen ist? Dass es ein Wesen ist und dass etwas Unsichtbares noch, wir sehen nur wir sehen nur diese Gräser da, aber vielleicht, wenn man lange genug hinschaut, sieht man eben, dass da noch, aus was das besteht eigentlich. Mhm. Super. Möchtest du noch irgendwas anfügen? Oder vielleicht, was mich noch... Ich habe vorhin nicht fertig gesprochen wegen den Präparaten. Mhm. Ich habe nur von den... Hornmist und Hornkiesel gesprochen. Es gibt die Kompostpräparate. Mhm. Also im Biodynamischen bringt man keine rohe Substanz auf den Boden, sondern es wird alles kompostiert, auch der Mist von den Kühen und anderen Tieren.
mit dem Stroh zusammen zu schönem Kompost verarbeitet. Und dazu hat man eben noch 6 Kompostpräparate, die man in diese Mieten hineinbringt, in gewissen Ordnung, in kleinsten Mengen auch. Und die sind eben auch, also es gibt Eichenrindenpräparat, das man in einem Haustierschädel präpariert. Dann gibt es Kamillenpräparat, die gemeine Kamille. Es gibt ja verschiedene Kamillensorten, muss man die richtige haben. Kamillenblüten in einem Kuhdünndarm vergraben. Aber dann auch die Metzger, also da die Metzgerei, die ist dann auch nicht eine normale Metzgerei, wenn sie euch dies alles so präpariert, oder? Ja, da muss man mit dem, also seit es den Rinderwahnsinn gegeben hat, muss man eine Bewilligung haben, um diese Organe zu bekommen. Das ist alles kontrolliert. Und natürlich dann nur von Kühen mit Hörnern wieder? Ja, wenn es geht. Mhm. Also das ist so gut als möglich. Am besten ist, wenn man eine Demeter-Kuh schlachten kann und von der die Organe nehmen. Aber es funktioniert auch mit der konventionellen Kuh? Ja, ja. Okay. Dann braucht es das Maison Terre auf Französisch. Das Maison Terre? Ja. Das Haus der Erde? Nein, das ist Bauchfell. Bauchfell, ja. Ja, aber wie heißt das auf Französisch? Maison Terre. Nein, weiß ich nicht. Auch von der Kuh. Und da kommen... Trommelfell? Nein. Das Trommelfell ist doch. Es hat irgendwie Bauchfell, aber es ist um die Därme herum. Ja. So. Es ist einfach eine Haut. Und da macht man einen Sack draus und füllt ihn mit Löwenzahnblüten. Mhm. Das ist auch ein Präparat, auch über den Winter vergraben. Der Kuhschädel mit der Eichenrinde, der wird nicht vergraben, der wird an einen Ort gebracht, wo Wasser drüber läuft während dem Winter. Dann gibt es... Und das brauchst du nachher alles wieder für den Humusaufbau, oder? Das sind eben dann diese Präparate, die man in gewisser Reihenfolge in diesen Komposthaufen reinbringt, oder? Und die bringt man dann in den Komposthaufen rein. Ja, die werden nicht in kleinsten Mengen. Ja, ja, ja. Das Letzte, soll ich noch weiter sagen? Ja, sag doch, das Letzte, das ist jetzt schon noch interessant. Das Letzte ist Baldrianblüten. Aus Baldrianblüten presst man den Saft heraus. Okay. Frische Baldrianblüten. Und diesen Saft nimmt man davon und verdünnt ihn kräftig mit Wasser. Und das gießt man über den Komposthaufen mit der Gieß, also Spritzen. Ja. Das gibt so, das heißt, das ist dann so wie die Hülle für den Kompost. Aber das ist jetzt einfacher, halt das für die Bauern zu machen als für Private, oder? Oder können das auch Private, können da in eine Metzgerei gehen und sagen, gebt ihr mir ein Horn oder. Und können das die Präparate selber machen? Ja, das wird schwierig sein. Ja. Ja. Aber das wäre eigentlich schön, oder? Aber es gibt Organisationen auch, die diese Präparate herstellen. Mhm. Wie bei uns jetzt die ARB, Association Romande de Biodynamie. Da gibt es Leute, die sich darum kümmern. Man macht das auch in Gruppen. Und die können das organisieren, dass sie diese Organe bekommen. Und so. Es ist eine Sache, die man möglichst in Gruppen machen sollte, diese ganzen auch das Dynamisieren und Ausbringen der Präparate, dann, wenn man das in die Gruppen Arbeit macht, dann schafft man sich auch Zeit dafür. Wenn man alleine ist, das ist ja eine Arbeit, da sieht niemand, ob man sie macht oder nicht, und da
da findet man immer einen Grund, es nicht zu machen. Ah ja, wow, okay. Ja, das ist schön, das ist so ein bisschen wie heilig. Also, ja, ich das nicht also, gern, aber so ein bisschen so zeremoniemäßig quasi. Der, sagst, okay, das ist jetzt der Tag. Der Initiant, der Rudolf Steiner, der hat gesagt, man könnte zum Beispiel am Sonntag Familienfest haben und dann rührt einfach jeder ein bisschen genau, Präparat. Die ganze Liebe von allen Leuten daheim. Das ist super. Was mich jetzt noch interessiert, ist, du machst ja auch eben Käse, man kann den kaufen und wir machen dann einen Link unten, dass man weiß, woher der kommt. Der ist ja super gesund. Käse, Milch, Butter und so weiter. Unser Körper braucht ja auch Fette. Und ich glaube, von dem her haben wir immer schlechtes Gewissen, wenn man Butter isst. Aber ich glaube eben, die Butter von euch, die Demeter-Butter, die ist einfach auch sehr, sehr gut und das braucht unser Körper. Vielleicht hast du, kennst du dich da ein bisschen aus mit den Eigenschaften so? Eine. Jetzt ist gut. Es gibt ein Pflichtenheft, damit man das Demeter-Label bekommt. Und eine Aufgabe ist, dass man die Lebensmittel möglichst wenig technisch verändert. Und so schaffen wir hier ohne Pasteurisation. Also die Butter zum Beispiel, der Rahm wird nicht pasteurisiert, sondern angesäuert mit Fermenten. Oder? Damit es so eine gewisse mikrobiologische Stabilität gibt. Ja. Das ist dann die Milchsäure. Was machen wir mit dem Homogenisieren Käse? Homogenisieren ist verboten für Demeter-Produkte. Weil das ist eine unnütze Sache. Das ist ja nur damit das Fett sich nicht oben ansetzt, sondern immer verteilt bleibt. Aber das ist könnte unter Umständen sehr schädlich sein für den menschlichen Körper, diese Veränderung, die da gemacht wird mit den Fettkügelchen, oder? Und ist es gesund, auch, kann man sagen? Man könnte wahrscheinlich herausfinden, eben mit gewissen bildschaffenden Methoden, dass eine Milch von Kühen mit Hörnern eine ganz andere Qualität hat, als Milch von enthornten Kühen. Und die Biobauern, die dürfen ja die Kühe enthornen. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede. Okay. Die Biomilch kann auch, pasteurisieren geht auch bei Demeter, aber homogenisiert werden. Okay. So. Das sind wesentliche Unterschiede. Da denke ich, könnte man schon Unterschiede feststellen. Und von der Nahrung her, wie ihr die Kühe ernährt? Tut mir leid, ich finde das so spannend. Ist es, ihr habt natürlich hauptsächlich Heu, nehme ich an. Was fressen sie sonst noch? Natürlich also bestes Heu, oder? Von euren Wiesen. Der Ernährung, wir können eigentlich die Kühe so ernähren wie ein konventioneller Bau, außer beim Kraftfutter, geht es dann nicht mehr. Aber wir könnten auch Mais anbauen, Silomais oder so. Nur das geht für uns nicht. Silage geht überhaupt nicht. Aber das hat mit Demeter und so nichts zu tun. Das ist wegen dem Käse. Wir können keinen Halbhart- oder Hartkäse machen, wenn Silage verfüttert wird. Da geht zu viel kaputt. Ah ja, spannend. Das überlegt man sich ja überhaupt nie. Also von dem her. Ja, die Fütterung im Biodynamischen wird empfohlen, dass man zum Beispiel die Mineralstoffe, die Spurenelemente den Kühen zuführt mit Laubheu. Aber es macht fast niemand mehr. Was ist Laubheu? Einfach von den Hecken Äste runterschneiden. Okay. Aber es ist einfach ein bisschen zu wenig bekannt, was genau richtig wäre. Und das trocknet man dann und dann gibt man im Winter ein bisschen die Blätter. Okay. Aber man kann ja sehen, wenn die Kühe, wenn sie gehen an Büschen vorbei, dann nehmen sie plötzlich einen Mund voll Blätter oder so. Mhm,
die spüren eigentlich, was sie brauchen. Mhm. Aber heute kann man eben Mineralsalze kaufen und so. Und ich habe das lange nicht gemacht, bis ich einmal eine Serie hatte, wo Kühe eine Lähmung hatten nach dem Kalben. Und das war aus Mangelgründen. Und dann habe ich angefangen, auch Mineralsalze zu füttern. Aber da ist man eben, da kann man nicht einfach alles nehmen, was auf dem Handel ist, weil es da auch natürlich Substanzen drin hat, die nicht kompatibel sind mit Demeter. Demeter. Super. Ja. Ich danke dir, Andreas. Super. Jetzt machen wir nachher Französisch, oder? Ja. Gut.